Etwas früher hole ich euch dann doch zurück in die nächste Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play... Ups, 7 Days to Die. Let's Play, ups, genau. Das trifft es auch am besten. Ich habe mir einfach gedacht, ich werde jetzt hier beim Heimfahren noch einige Baumstämme und so looten, vielleicht in das eine oder andere... in die eine oder andere Mülltonne reinschauen. Und damit ihr halt überall dabei seid, dachte ich mir, hole ich euch jetzt schon dazu. Und wir fahren einfach gemeinsam nach Hause. Okay. Und ich schaue mich hier gerade im Ort auch noch ein bisschen um. Mehr oder weniger auch nach einer Möglichkeit für Nacht 7. Ne? Wisst, Nacht 7, Zombie-Horde, wird jetzt nicht besonders stark ausfallen, denke ich. Aber immerhin. Sie wird kommen. So, wir sind jetzt bei unserer Infektion bei 20 angelangt. Also wieder so halbgebackener. Ne, warte mal. Ich hole jetzt hier gleich mal den Honig raus. Und jetzt müssen wir dann gleich wieder einen Honig nehmen, ne? Das müssen wir jetzt sind wir bei 19,7. Sobald der wieder nach oben tickt, müssen wir wieder einen Honig nehmen, dass wir runterkommen. 19,6. Oder nehmen wir einfach bei 19,5 ein. Ja, wir schauen, wie weit das runter tickt. Wir haben 3 Honig. Ja, einen brauchen wir noch. Wir haben so ein immenses Ausdauerproblem durch diese Infektion. Trinkst mal Kaffee. Isst vielleicht einmal hier so ein Lachs. Dir geht's gut, boah. Mögt ihr eigentlich Lachs und so Zeug? Ich liebe Lachs. Generell Fisch esse ich voll gern. 19,3. Jetzt tickt er wieder nach oben, oder? War auf 19,2 schon? Oder haben wir jetzt verschaut? Ist der Honig noch aktiv? Hier wird es nebelig. Ja. Einmal Honig bitte. Zack. Ich gehe wirklich davon aus, dass wir jetzt bald noch Honig finden. Ne? Darum gebe ich ihm... warte mal. Marito, fasst denn du überhaupt hin? Ja, vielleicht gar nicht so blöd. Vielleicht ja gar nicht so blöd. Was hier Nester rumliegen, ne? Kein Honig. Eier können wir auch mal wieder mitnehmen, ein paar. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie viele Eier das wir zu Hause haben. 2 auf jeden Fall. Okay, der war schlecht. Ich gebe es zu. Aber der musste sein. Da ist noch ein Baumstumpf. Nee, musst du mich treffen? Oh, oh, ja, du darfst mich treffen. Du darfst. Bier. Komm, Munition will ich jetzt nicht da lassen. Nehmen wir lieber den Goldruten sammeln, lassen wir da. Das braucht eh keiner, das Zeug. Aber zumindest jetzt brauchen wir es nicht. Goldruten findest du halt überall, kein Honig. Dass sie den so runtergesetzt haben. Ich kann mich erinnern, damals in der Alpha 17, da hat fast jeder, und echt nicht übertrieben, hat wirklich fast jeder Baumstumpf Honig gegeben.
Seht ihr irgendwas, Leute? Nix, ne? So, sorry, Leute, da bin ich wieder. Mein Sohn. Ich höre nichts. Mein Sohn ist gerade kurz aufgewacht. Und kein Honig. Ist Daxis. Papa, Papa, Papa. Ich liebe den Meeresboden. Und ist wieder eingeschlafen. Also ich muss kurz schauen, ich höre nämlich nichts. Was ist jetzt hier kaputt? Hallo? Ah, jetzt höre ich wieder was. Okay, gut. Wieso sage ich da eigentlich Hallo? Ja, offensichtlich haben sich meine Kopfhörer hier kurz ausgeschalten, während ich drüben war beim Junior. So, sorry für den kurzen Cut. Er war einfach gerade wieder zuckersüß, ne? Und ich nehme ja meistens dann auf am Abend, wenn meine Kinder schlafen. Dann nutze ich die Zeit zum Aufnehmen, zum Schneiden und zu diversen anderen Professionalitäten. Wie zum Beispiel hier den Weg zurückzufinden. Ups. Dachte gerade, da wäre ich jetzt direkt an einem Baumstumpf vorbeigefahren. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. So, bei 19,4 haben wir das genommen, ne? Da ist einer. Bei 19,4 sind wir sind zwei sogar. Da ist jetzt unser Honig dabei. Jetzt kriegen wir unseren Honig, Leute. Was ich halt echt nicht weiß, ist, ob man, wenn wir jetzt zwei Honig hintereinander nehmen, ob das stackt quasi. Kein Honig. Oder eben nicht. Boah, er hat so die Ausdauerregeneration. Probleme. Und mein Satz, ich bin heute total weird im Kopf. Sorry, ich bin total verpeilt heute. Also wenn ich da ein bisschen ein Es gibt's doch gar nicht, oder? Wenn ich da ein bisschen einen Scheiß von mir gebe, dann bitte ich das zu entschuldigen. Da ist mein Rad. Jetzt schauen wir mal kurz mal auf die Map, wo wir sind. Wir müssen zumindest mal hier rüber, ne? Machen wir jetzt einen schnellen Wegpunkt. Da. Okay. Damit wir uns ein bisschen orientieren können. Weil ich das hier auch gerade noch interessant finde und mir gern anschauen würde. Kurz, was es hier zu sehen gibt. Ist da hinten eine größere Stadt? Haben wir hier Stadt gefunden? Ich habe eine Stadt gefunden. Und sie hat einen Namen. Aber wir kennen ihn nicht. Warum singe ich schon wieder? Schaut mal, da hinten das Hochhaus. Wow. Das schaut ein bisschen nach Stadt aus. Ey. Cool. Cool, cool, cool. Also hier, Kilometer von uns entfernt, ist auf jeden Fall eine City. They were not alive. Komm. Hast du irgendwie, kann ich dir irgendwie helfen? Trink einen Kaffee, iss ein Fleischi. Wieder kein Honig, das gibt's doch nicht. Ich meine, ihr seht ja selbst, wie viele Baumstümpfe wir aufklopfen, ne? Okay, das ist auf jeden Fall spannend, dass hier eine Stadt ist, nämlich eine größere Stadt. Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass es hier auch in der Nähe nochmal einen Händler geben wird. Zu dem wir halt dann erst rüber geschickt werden. Weil so hängt ja die Stadt mit uns gar nicht zusammen. Ne? Okay, das ist ganz da unten. Dann machen wir jetzt quasi die Tier 2 Quests, bis dass wir hier rüber geschickt werden zu diesem Händler. Sollte uns die Infektion bis dahin noch nicht dahin gerafft haben. So. Wow, schaut euch das an.
Ist doch gut, oder? Motel. Wir werden auf jeden Fall hier in diese Stadt übersiedeln. Sobald wir wissen, wo hier der Händler ist. Ich weiß jetzt nicht, die Händler sind doch meistens irgendwo außen am Rand, am Stadtrand, ne? Oder. Es ist 16 Uhr, ja, komm, Zeit haben wir. So 15%, wie viel haben wir gesagt? Bei 19,4, bei 14,5 nehmen wir den nächsten Honig. Da muss es doch fast 100 geben, ne? Wahrscheinlich eine Schlange. Ey, was verträgst denn du, Mädel? Hier gibt es sicher Hunde und eine Schlange. Wegen dem Terrarium. Aber deswegen schaue ich eigentlich gerade her. Also ich hätte hier. Da war Honig, oder? Yes. Wir haben's, Leute, wir haben's. Wir haben unsere Infektion somit im Griff. Komm, das lerne ich jetzt schnell. Zwecks EP. Da lassen will ich es auch nicht. Wir haben es geschafft. Also, und noch so ein Ding. Elektrische Teile kommen, das haut nie so hin. Die Schem-Sandwiches brauchen wir, damit wir uns selbst Antibiotikum herstellen können. Okay. Mir jetzt eh nicht irgendwie irgendwas. Komm, Honig. Nimm mal Honig, scrappen. Essen. Das trinken. So, dann hast du wieder mal alles rundherum. Die gibt Fleisch, haben wir uns erinnert, ne? 14,3. Knochen, Knochen. Fleisch will ich eigentlich nur. Wildbret. Scrap die Rohre. Fleisch kann man nicht da lassen. Das geht nicht. Aber ich wusste, dass hier eine Schlange geben muss. Schon wieder ein fucking Tresor. Okay, wo geht's hier jetzt rauf? Da irgendwo geht's da rauf, ne? Geht's da außen rauf? Es schaut immer mehr nach Hunde aus, ne? Wieder so halber durch. Da ist nix. Ich habe hier nur Angst vor den Hunden, ne? Wobei eigentlich auch nicht wirklich.
Okay. Nee, komm mal darauf. Jetzt mal so probieren, ne? So Leute, das hat sich schon wieder voll ausgezahlt. Ja. Weg mit dir. Gibt's da keinen Loot? Keinen vernünftigen? Okay, es wundert mich jetzt, dass es hier nicht mehr gibt. Gut, da waren wir. Haben wir wieder ab. Passt. Wir haben auf jeden Fall unsere Infektion somit besiegt, ne? Jetzt sind wir bei 12,8. Wir waren bei... Ich weiß schon wieder gar nicht mehr. Lass uns jetzt kurz schauen. Passing Gas. No. Whoops. Ob wir hier irgendwann Händler finden. Ich denke mir gerade, was... Verträgt so eine Sau. Mache ich natürlich mit meinem Fleisch, ja. Was mich ein bisschen stört nach dem Spiel ist, was ich noch nicht so gecheckt habe, ist, warum wir teilweise Musik haben und teilweise eben nicht. Ne? Und dass man das nicht steuern kann, dass zum Beispiel die ganze Zeit irgendwie diese geile Hintergrundmucke ist. Genau, wieder mal alles durchladen. So, was haben wir hier? Shotgun Messiahs. Da finden wir auf jeden Fall Bob Spores. Oh my goodness, Bob Spores. Ist das nicht das, wo diese... Ja, Karlskorn, das ist da, wo diese Riesensau drinnen war. Die muss ich mal markieren. Die muss ich mir jetzt markieren. Bob's Boars. Da gibt es diese genmanipulierte Riesensau drinnen, ja. Die Stacy, Amy, nein, ich weiß nicht mehr, wie sie geheißen hat. Will mich jetzt noch ein bisschen umschauen. Ja, hier hätten wir aber noch eine Sau. Lass ich jetzt mal. Ich schaue jetzt wirklich. Eye Candy Company. Okay. Das sind alles Gebäude, die ich eigentlich noch gar nicht kenne, ne? Also das hier ist jetzt für mich gerade alles neu, Leute. Wirklich neu. So Salon. Fett's gut. Fett's gut. Es klingt schon spannend hier. Es klingt schon echt spannend hier. Vor allem dieser, ich nenne es jetzt mal Casito Tower, ja. Auf den bin ich schon gespannt. Aber hier muss doch irgendwo ein Händler gehen. Poppen Pilz. Da weht auf jeden Fall eine Army-Fahne. Das heißt nicht, dass das ein Händler ist, ne? Ups. Ja. Super Marito. Ist auf jeden Fall mal eine größere Stadt. Meine Kirche, viel Landwirtschaft auch. Durch und durch. Ja. Shemwe.
Da ist wieder so ein Veterinär. Na komm, wir fahren jetzt mal Richtung nach Hause. Wir wollen uns nämlich auch zu Hause dann noch. Warte mal. 14 irgendwas. Okay, haben wir noch Zeit. Crack, ein großes Crackerbook. Wir wollen uns auch zu Hause dann nämlich noch ein bisschen vorbereiten für Nacht Nummer 7. Ich erinnere mich, dass wir schon Spikes gebaut haben. Wir müssen uns im Endeffekt noch ein kleines, halbwegs stabiles Gebäude oder einen Wohnwagen, Container, irgend sowas in die Richtung suchen. Ach komm, putz dich. Wo wir Nacht 7 dann drauf verbringen. Und da müssen wir, wir werden sicher mal hier zum Händler geschickt, ne? Vielleicht sind wir dann auch schon motorisierter. Apropos Händler, bei unserem Händler ist mir aufgefallen, als ich die Videos geschnitten habe, dass man doch da aufs Dach raufkommen muss über den Bus, oder? Na komm, häng fest. Logistics. Sehr viel Landwirtschaft hier auf jeden Fall. Wie viel von der Stadt haben wir jetzt hier aufgedeckt? Ja, nicht mal die Hälfte, schau mal. Also da muss es hier einen Händler geben. Geht gar nicht anders. Geht gar nicht anders. So, da, okay, da war der Veterinär, wo wir eingestiegen sind. Da ist ein Teich, in dem wir am besten nicht einsteigen sollten. Vor allem nicht reinfahren. Dann war es das mit unserem Fahrrad. ...20 Uhr. Ja, komm. Jetzt haben wir nicht mehr weit heim, ne? Da, und ich wette, jetzt, wo man nicht mehr brauchen, kommt dann Honig raus, ne? Ist normal immer so. Also diejenigen von euch, die was mal Lego gespielt haben oder noch immer aktiv Lego spielen, wissen. Nee. Du suchst ein Teil und findest es nicht. Es ist unmöglich, dieses Teil zu finden. Du findest es einfach nicht. Eine Stunde später. Ein halber Tag später oder ein Tag. Brauchst du das Teil nicht mehr. Du findest es. Es kommt immer wieder. Aber vorher, als du es gebraucht hast, als du es gesucht hast, fandest du es nicht. Das kennt ihr doch alle, oder? Jo, mal ist ja gut nicht kalt. Ist aber schon ein bisschen leicht bekleidet, die Gute, ne? Natürlich weiter trotzdem nach Honig, ne? Apropos Honig, können wir gleich wieder mal einen schnabulieren. Und dann unter 5 nehmen wir den letzten und dann sollten wir diese blöde Infektion endlich loshaben. Und ich hoffe, dass wir nicht so schnell wieder infiziert werden. So, wo müssen wir lang? Da, ne? Ja. Jetzt sind wir hier ganz schöne Runde gefahren. Das war jetzt doch ein ordentlicher Ausflug. So, wir können dann uns jetzt noch einen Tag auf die erste Horde vorbereiten. Wir können uns... Oh, schaut das gut aus. Wir können uns vorbereiten auf die nächsten Quests. Wir werden definitiv hier in die große Stadt ziehen. Die Überlegung ist, ob wir das schon vorher machen, ohne zu wissen, wo hier ein Händler ist. Denn ich möchte auf jeden Fall viele, viele Händlerquests machen. Das gehört jetzt eigentlich schon zu unserer Stadt, oder? Ja. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Da können wir uns jetzt gleich ein bisschen umschauen, nämlich auch dahingehend.
Uhr. Wo wir die Haare machen. Ist irgendwo Wohnwagen oder sonst ein kleines Gebäude. Poppenpilz wäre hier. Irgendwas Kleines. Muss nichts Großes sein. So drei Blöcke hoch, vier Blöcke hoch. Oder ein Türmchen. Wo wir runterfetzen können mit unserer, mit unserem Maschinengewehr. Aber da ist nichts, ne? Da ist hier wirklich nichts. Was ist das hier? Das würde schon reichen, ne? Was hat das? Wie viel? Das ist unseres. Das wird unsere Hordenbasis für die erste Horde. Wegpunkt speichern. Horde 1. Passt. Okay. Das werden wir dann einfach hier zumachen, die Tür rausklopfen und solide Blöcke rein. Und rundherum zuspiken. So. Fahren wir jetzt nach Hause. Ach, da muss ich mir schauen, dass ich die Infektion jetzt nicht übersehe. Dass ich den letzten Honig noch nehme. Schaufensterpumpen, wie geil. Müsste jetzt da in die Richtung sein, ne? Sehr cool. Tag 5, ne? Tag 6 kommt jetzt dann noch der Abwurf, den werden wir auf jeden Fall holen. Wir werden an Tag 6 vielleicht noch eine Quest machen oder zwei. Spikes müsste ich ja, glaube ich, schon vorproduziert haben, wenn ich mich jetzt nicht... Doch, sicher, ne? Spikes habe ich schon mal vorproduziert, so 100 Stück, glaube ich. Meine ich mich jetzt zu erinnern. Und dann eben schauen, dass wir questen, bis dass wir Stufe 3 hier freischalten, beziehungsweise die nächste Handelsroute. Da sind wir wieder, ne? Trader Joel's is now closed. So. Gut, wir sortieren mal ein, was wir hier haben. Dann schauen wir uns mal um. Das ist nur so Seeds-Zeug. Seeds for my seeds, Sugar for my heart. Ja komm, das müssen wir alles dann... Da brauchen wir jetzt mal ein paar Röhre. Können wir das gleich reparieren, die reparieren, die reparieren. Hatten wir nicht auch irgendwo ein Scope? Hatten wir aber nicht ein Scope? Das, da ist ein Scope. Die Mods können wir auch schauen, ob wir die jetzt schon einbauen können. Das nehmen wir jetzt kurz mal. Das möchte ich eigentlich verbrennen. Das auch. Können wir uns was zum Essen machen? Ich will jetzt kurz ein bisschen zusammensortieren. Das muss leider auch einmal sein. Leider müsst ihr mir da jetzt zuschauen dabei. Tut mir sehr leid. Waffen, Waffen, Waffen. Ihr seht ja, das ist eigentlich Kraut und Rübe. Was wir hier haben. Geben auch mal dazu, das gehört zum Benzin. Nitrat, Nitrat gehört dahin. Das gehört eigentlich zur Munition drauf, ist das. Rahmenwürfel. Messing. Gehört auch nicht da rein. Beziehungsweise haben wir sicher woanders auch Messing, was ist das? Beete und Felderblock. Gehört hierhin. Wichtig. Das gehört zur Munition. Das gehört zur Munition. Schrauben, Federn, Batterien. Die Batterien. Wir haben zwei Räder sogar. Schau, ja.
dachte ich mir nämlich, dass da ein bisschen was reinpasst. Das Dosenzeug haben wir gerade gesagt. Ja, dahin. Das müssen wir leider auch mal irgendwann angehen, ne? So. Passt. Okay, zum Trinken haben wir definitiv genug. Was gibt gegrilltes Fleisch? Stehen hier irgendwo die Werte? Nein, leider. Speck mit Eier, komm. Gib uns Speck mit Eier. Dann gehen wir das restliche Fleisch auch hier rein. Das gehen wir hier rein. Das ganze Samenzeug war da oben. Bier. Das ist ein Thema, jetzt kommt, das braucht doch niemand. Rotenpflanze, das. Das ist auch was zum Essen. Und dann gehen wir die Getränke dazwischen hin. Maismehl gehört eigentlich auch zum Essen. So Material, Material. Das gehört auch rüber, das gehört rüber. Also wir haben das immer einfach nur reingemüllt hier, ne? Eigentlich typisch für mich. Eigentlich typisch für mich. Eigentlich ja typisch. Reparaturkits können wir uns machen. Braucht man? Ja, braucht man. Vier Stück. So, das haben wir schon alles durchrepariert. Tudutum, tudutum, tudutum. So, das kommt daher, das kommt daher. Vitamine sind auch immer wichtig. So, den benutzen wir. Somit haben wir jetzt die letzten 5% weg. Das essen wir. Die Dosen behalten wir jetzt auch mal auf, vorerst. Die brauchen wir später, um selber was zum Essen zu machen, die Dosen. Hm? Betonmischung wichtig. Das verändern können wir. Das reintun, abschließen. Haben jetzt ein geiles Jagdgewehr. Dann gehen wir hier hin. Zack. Das verändern. Die rein. Kann man da zwei auch rein? Nein. Abschließen. Hier verändern. Abschließen. Ihr seht, jetzt haben wir hier mehr freigeschalten. So, das haben wir gesagt. Was haben wir hier noch? Genau, das sind unsere Spikes. Das Kühlmaschenmod brauchen wir in der Wüste. Das brauchen wir hier natürlich nicht. So, das kriegt der Händler. Behalten wir uns mal zur Sicherheit auf. Kriegt der Händler, Händler. Die Träger lassen wir jetzt auch mal da, brauchen wir eh nicht. So, da haben wir noch was zum Essen. Was ist das? Verbesserte Fittings-Mod. Beweglichkeit plus 2. Verringert die Mali auf Bewegung und Ausdauer durch die Rüstung. Okay. Das heißt, das haben wir uns auch jetzt gleich mal da rein. Jetzt bauen wir uns einfach die restliche Folge hier noch fertig auf. Ne? Kann man nicht da reinhauen, oder? Nee. Wo kann man es reinhauen? Nee. Wir haben immer noch eine Pflanzenfaserhose. Okay, keine Ahnung. Wo das reingehört, kriegt der Händler. Ups, fett nicht.
Das ist Händler. Ups. Hier wird hier so dann das reparieren, das reparieren, das reparieren, das reparieren. Schrauben, Federn. Kommt daher, das verheizen wir, das ist unser Messer, unsere Munition. Zur Munition, das kann man auch mal da lassen. Wir haben nicht mehr viel Munition, Leute, gell? Wir müssen ein bisschen Munition uns einteilen. So, Molotovs Cocktail nehmen wir, braucht man. Also wir haben gesagt, wir machen vor so oder so noch. Eine kleine Lootrunde. Dann legen wir uns das mal hier hin, das legen wir uns dahin. Das wird eben schon für die Horde. Gekochtes Wasser, leere Wasserkrüge. Wir haben momentan genug Wasser, das heißt, wir brauchen jetzt kein Wasser holen. Das kannst du mal trinken. So, und der ist fertig. Isst mal das, ne? Das legst du da drauf. Das legen wir da hin. Das können wir hier reinlegen. Kann man das auch verheizen? Okay, passt. Dann haben wir uns jetzt echt gut, echt gut zusammengerauft wieder. Jetzt am Schluss vergeben wir noch, wir haben 4 Skillpunkte, was wir vergeben. Ich möchte jetzt zum einen mal wirklich was in hier Sexual Tyrannosaurus reinlegen, damit wir mehr Ausdauer reduzieren. Du bist zum Bankwärmer aufgestiegen. Verringert die Ausdauerkosten von Nahkampfangriffen, Nahkampfwaffen und Werkzeugen um 8% und von kräftigen Angriffen um 15%. Super. Das war mir schon mal wichtig. Prügelpeter, du kannst Knüppel der Qualitätsstufe 3 herstellen. Ist mir wichtig. Ah, siehst du, das sind die ganzen Bände. Boah, da fehlen uns noch viel. So, Intelligenz. Was brauchen wir hier? Intelligenz Level 4. Wow. Ich möchte nämlich relativ bald jetzt hier die Werkbank freischalten. Ja. Gut. Tag 6. Ich sag vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr mich wieder zahlreich mit Kommentaren, Likes und natürlich auch mit einem Abo belohnt. Wir sind auf der Road to 1000 und ich freue mich schon, mit euch dieses Erlebnis, diese Hürde zu schaffen. Also dann, bis bald. Ciao, baba, euer Marito.